In der Simulatorenwoche darf natürlich auch der oder ein Bussimulator nicht fehlen. Deshalb habe ich mir gedacht, der Citybus-Simulator wäre doch das Richtige. Jetzt erstmal gucken, dass ich den Scheiße. Was soll ich sagen? Ja, ich habe so ein bisschen erstmal hier zumachen, damit es ruhiger ist. Ich habe es ein bisschen jetzt verkackt hier. Gleich am Anfang die Abschalte oder der Abschaltevorgang. Jetzt ist gleich wieder der Bus aus. So. Ist zu warm im Fahrgastraum. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier den Motor starten. Oder? Das heißt, wir müssen hauptsächlich erstmal den Motor starten. So. Dann gucken wir mal, wo wir heute fahren. Auf welchem Kanal erstmal. Und dann, wo wir heute fahren müssen. Zentrale an Wagen 6626, guten Tag. Uns liegt aktuell eine Meldung vor. Aufgrund einer Havarie in dem U-Bahn-Bereich schalten wir einen Schienenersatzverkehr ein. Melde dich an folgender Route an. 81026. Sollte sich am Dienstplan was ändern, bekommst du es via Funk übermittelt. Laut deutschen Wetterdienst wird es heute wolkig. Der Verkehr kommt zum Erliegen aufgrund von Baumaßnahmen. In der Orleansstraße. Eine Ausweichroute wurde eingerichtet. Ah, ne. Muss man das Gebläse noch einstellen hier. Warum sehe ich denn eigentlich nichts auf meinem Hey, wie war nochmal Bremse lösen? Ich glaube, ich habe die Bremse gelöst. Nochmal gucken. So, dann müssen wir das. So. Also, wir merken uns Taste Minus auf dem Numpad ist nicht gut, wenn man es drückt, weil man macht die Aufnahme aus. Ihr habt jetzt ein bisschen was verpasst. Ich weiß jetzt nicht, ab welchem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt zu unserem Bestimmungsort, wo wir den Schienenersatzverkehr anfangen. Und ja. Ich hoffe, wir schaffen es in den 18 Minuten. Datum, Uhrzeit ist auf jeden Fall auf Real Life abgestimmt. Mache ich irgendwie immer. Ich weiß nicht warum, aber. Naja, das Wetter nicht so. Bei mir scheint die Sonne. Hier ist so ein bisschen, ja, es scheint zwar auch die Sonne, aber ein bisschen bewölkt. Bei mir keine einzige Wolke am Himmel. Und es wird schon wieder warm. Ja, du Arschloch, fahr einfach raus, guck nicht auf den Verkehr. Schon okay. Ach so, ab hier geht dann die Fahrt los. Muss noch die ganzen Sachen hier einstellen. Aber halt nicht, wenn es grün ist. Ist da jetzt frei? Ich sehe halt nichts. Wird schon frei sein. So, und ab hier beginnt dann unsere Fahrt. Wir haben eine 30-minütige
Verfrühung. Die halten stellen Bremse rein. Machen wir hinten noch die Türfreigabe. Ja, ich mache ja schon auf. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Nochmal guten Tag. So, jetzt muss ich aber kurz ins Menü. Wetter. Muss ich auf Kalender. Dann muss ich. Wir haben 30 Minuten Verfrühung. War das nicht 17 Uhr? Hä, ich habe gedacht, es wäre 17 Uhr gewesen. Wir stellen mal auf 16:59. Machen wir hier wieder zu und dann gucken wir mal, wie es aussieht. 13 Minuten, hä? Kurz auf den Dinger drauf gucken. Aber ich stehe doch richtig. Da steht 17 Uhr. Oder sehe ich das falsch? 17 Uhr. Das hier ist der Startdinger. So, nochmal reingucken. Ja, 17 Uhr. Aber das wird ja heißen. Achtung, Fahrstrecke wegen Blitzer in der Florastraße. Theoretisch müsste ich ja eigentlich schon losfahren. Soll ich jetzt losfahren? Wir machen es jetzt mal anders kurz. Kann man das lesen? Nee, das kann man nicht lesen. Scheiße. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich mal nachgucken, wie es aussieht. Ja, ich fahre dann jetzt los, würde ich so behaupten. Du kommst zu spät, ich habe dich nicht gesehen. War zwar noch rot, ich hätte die Person einsteigen lassen können, aber ey, ich war schon aus. Ich war schon aus meiner Busbucht, war ich schon rausgefahren. Von daher, es hätte jederzeit grün werden können und ich hätte dann die Person da irgendwie überfahren oder so, also. Unverantwortlich. Gerade nur abgebremst. Ne, hier müssen wir gar nicht hin. Fahren hier raus. Oh, ich muss den Rückspiegel noch einstellen. Das ist ganz wichtig. Den muss ich noch einstellen. Weil ich sehe einfach nichts, ob jetzt hinter mir irgendwie der nachfolgende Verkehr. Ob da noch was kommt oder nicht. So, jetzt sehe ich was. Ich habe natürlich auch noch die Möglichkeiten mit den Tasten, also mit STRG und so zu gucken. Aber nee, ich mache das lieber so. Dann nehme ich lieber andere Autos mit und so.
fahren den LKW rein hier. Sieht halt jetzt ein bisschen blöd aus mit dem Lenkrad. Das sieht aus, als ob ich als Fahrer irgendwelche Zuckungen hätte. Aber naja, falls ihr den Euro Truck Simulator nicht angeguckt habt, nochmal die Erklärung: Ich hatte ein Lenkrad, aber das ist leider kaputt gegangen. Also muss ich mit Maus und Tastatur spielen. Und da ich mit dem Lenken der Tastatur, der Maus nicht klarkomme, was ja in manchen Spielen geht, ja, ist es halt so ein bisschen. Doof jetzt halt. Muss ich halt mit der Tastatur lenken. Aber eigentlich habe ich gedacht, wir nehmen oder wir kriegen eine normale Fahrt und kein Ersatzverkehr. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch eine normale Route. Und Funkloch. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir noch den Omsi hole. Der ein bisschen, um einiges bisschen mehr anspruchsvoller ist als hier dieser Simulator. Ach komm, fahr schon. Schläft er ein oder was? Durch den Arsch dürfen wir jetzt. Nein, nein, ich habe angehalten, ich habe angehalten. Durch den Arsch dürfen wir jetzt an der Ampel hier warten. Scheiße, ich bin schon wieder auf der falschen Spur. Kommt da was? Ich weiß es nicht. Wird schon passen. Muss den anderen Spiegel auch noch einstellen. Also gleich, wenn ich dann an meiner Haltestelle bin, gucke ich, dass ich den anderen Spiegel noch richtig einstelle, weil hier an dem Spiegel sehen wir ja jetzt Gott sei Dank mal was. Aber in dem halt nicht. Oh, muss ja abbiegen. So, jetzt. Oh, schnell, bevor es rot wird. Ach, da ist unsere Haltestelle. So. Leute, da steht Dienstfahrt. Da steht Dienstfahrt. Ja, genau, da steht nämlich Dienstfahrt. Raus. Hallo? Hallo? Könnt ihr bitte? Bitte, bitte.
meinen Bus verlassen. Wo war denn das? Ansage wiederholen. Irgendwo war doch Ansage wiederholen. Abbruch. Einschaltsystem. War das da irgendwo bei Sp Irgendwo war das. Freunde, war schön mit euch, also dass ihr mitgefahren seid, aber jetzt könnt ihr mal euren Arsch aus meinem Bus rausbewegen. So, jetzt komm, steig aus. Kacker. Aufbaut in der Salzmesserstraße. So. Ja, dann fahren wir mal. Zentrale mit den neuesten Verkehrsinformationen. Blitzer aufgebaut in der Grillparzerstraße in Richtung Ostbahnhof. Und ich soll jetzt hier drauf wenden, oder was? Oh Gott. Ich glaube nicht, dass es zugelassen war, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber es stand halt dran, wenden. Ja, warte ich kurz. So. Jetzt haben wir ja noch ewig viel Zeit. Wieder mal. Jetzt gerade mal auf den Computer gucken. 18 Uhr Abfahrt. Das sind noch 50 Minuten. Ich würde dann sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Cut und guck mal, dass ich irgendwie einen Fahrplan krieg, der normal läuft. Dann bis zum nächsten Mal.